Dann macht man eine Standortbestimmung, wo ist der andere? Okay. Ne? Also ich frage jetzt, ja, wie denken Sie darüber? Also das würde mich ja schon mal interessieren. Ja, also wissen Sie, mit den ganzen Atomkraftwerken hat mir schon Sorge gemacht, wenn so ein Ding mal hochgeht. Ne? Also hat man ja bei Tschernobyl damals gesehen, ich bin ja schon was älter. Haben Sie das übrigens noch erlebt? Also 1980, boah. Ich kann mich erinnern, ich war da in der Schule. Ja, sehen Sie, also das hat mir richtig Angst gemacht. Und deswegen bin ich froh, dass die Dinger jetzt aus sind. Mhm. Und macht Ihnen das keine Sorge, wenn Sie, ich meine, der Strompreis, der geht in die Höhe. Sie haben ja hier einen Laden auch. Das ist jetzt kein energieintensives Unternehmen, was Sie hier haben, aber trotzdem. Ja, mein Ding hier funktioniert auch nicht mehr. Ich schneide ja nicht mehr mit der Schere. Ich habe hier so ein, ja, das stimmt schon. Ja, ach, wissen Sie, Sorgen. Ach, da könnten wir den ganzen Tag drüber reden. Ne? Mhm. Mhm. Und jetzt? Tja, können Sie mir auch nicht weiterhelfen. Ne? Ich weiß auch nicht, also... Ich muss hier was verdienen, aber man macht sich schon Sorgen. Wenn die jetzt die Atomkraftwerke ausschalten, haben sie schon recht, ja. Andererseits,